Okay, zweites Level der dritten Episode. Zack. Kein Problem. Okay, da sehe ich einen. So, kein Problem, kein Problem. Das Spiel ist jetzt dank der Abwesenheit der Mutanten so viel einfacher und so viel angenehmer. Ich weiß, ich werde eh übermütig werden irgendwann und dann viel zu leichtsinnig überall rumrennen. Jetzt zum Beispiel bin ich viel zu schnell rausgesprungen. So, hier haben wir sonst nichts weiter, oder? Nee. Nur hier natürlich. Haha, ein Secret. Keine Gegner. Bisschen Leben für uns. Treasure. Ganz normal, ganz wie gehabt. Nichts Bahnbrechendes. Uns fehlt auch immer noch die Chain Gun. Aber gerade brauche ich sie nicht wirklich. Also gegen diese normalen Gegner ist es ja echt relativ easy auch mit der Waffe. Gegen die Mutanten, da war die Chain Gun gut, aber gegen die normalen Gegner geht's auch ohne. Finde ich jetzt zumindest so. Hier haben wir einen Secret. Zum Thema Chain Gun. Und Leben haben wir ja auch noch. Praktisch. Eure Leben. Ich hab sie euch weggenommen. Au. Fucking shit. Das hat reingehauen. Das hat reingehauen. Uiuiui. Sicher, sicher. Ich will nicht unbedingt Sachen nochmal spielen. Wenn es sich vermeiden lässt, nicht wahr? Ich glaube, das war es bereits schon. Arg viele Secrets hat es hier nicht gehabt. Einzige, was ich machen könnte, ist mir noch das Leben holen. Ah ja, wunderbar. Hier haben wir ja auch ein bisschen was. Theoretisch könnte ich jetzt noch auf Munitionssuche gehen, aber wegen dem bisschen. Wegen dem bisschen. Ist jetzt nicht so schlimm. Wunderbar. Also die dritte Episode fängt sehr entspannt an. Das ist jetzt deutlich einfacher als die Mutanten aus der zweiten. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mit 100% Leben rausgehe, trotzdem deutlich entspannter. Aber gut, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.